schon ganz viele. Hallo, guten Abend von uns. Ihr habt es gehört, ich brauchte noch einen Kaffee. So, ich begrüße euch erstmal. Schönen guten Abend. Ich bin die Stella und das ist mein Mann, der Tom. Wir machen jetzt das zweite Mal über Facebook Live die Info zur 21-Tage-Stoffwechselkur. Einen von den Filmen findet ihr schon auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben eine große, erfolgreiche Gruppe hinter uns gebracht. Die haben mit uns Anfang Januar gestartet. Wir sind jetzt alle entweder in dieser sogenannten Stabi-Phase oder in der Erhaltungsphase, also in der letzten. Und wir haben uns gedacht, das Wetter ist so toll, viele Leute sind unterwegs draußen und wollen vielleicht noch eine zweite Runde starten oder aber überhaupt starten. Und damit ihr wisst, wie das so funktioniert, haben wir uns ein paar Sachen hier mitgebracht. Die zeigen wir euch gleich. Und der Tom, das kennt ihr ja schon aus dem Studio, ist so der Oberprofi, was die ganzen Infos angeht. Und dann übergebe ich mal das Wort an meinen Mann. Hallo, schönen guten Abend auch von mir. Ich habe jetzt nebenbei noch meinen PC auf, weil ich das Ganze auch im Zoom mache. Da sind jetzt aber weniger Teilnehmer drin als bei Facebook. Deswegen würde ich mich jetzt halt der Kamera Facebook zuwenden. Ab und zu muss ich immer mal auf meinen PC blicken. Im Zoom ist es eigentlich ein bisschen schöner wie bei Facebook, weil da kann ich meinen Bildschirm freigeben und kann auch über eine PowerPoint-Präsentation ein bisschen was erzählen. Hier jetzt so über Facebook muss ich es dann halt immer so mit Zeigen in die Kamera machen. Und Stellas Stativ wackelt so ein bisschen hin und her, wie ihr gerade merkt. Das geht mal links, mal rechts. Müssen wir noch vielleicht ein kleines bisschen festdrehen. Dementsprechend switchen wir so ein bisschen mit Zoom und Facebook Live hinterher. Gut. Was sind überhaupt die großen Unterschiede zwischen einer normalen Diät und der Stoffwechselkur? Das ist eigentlich das, was ich immer als allererstes erkläre, weil ich kann natürlich mit jeder Diät, die es auf der Welt gibt, Gewicht verlieren. Das funktioniert immer über den gleichen Mechanismus. Ich reduziere meine Kalorien. Und durch die Kalorienreduzierung verbraucht der Körper halt mehr Energie, wie er bekommt. Logischerweise muss er dann halt abnehmen. Nur die Unterschiede sind halt A, wie nehme ich ab, was nehme ich ab und was passiert nach der Diät. Die meisten kennen das, dass man von der Diät als solches abgeraten bekommt, weil das heißt, ja, da verlierst du immer sehr schnell Gewicht, aber das findest du nachher auch wieder, dieser berühmte Jojo-Effekt. Woher kommt dieser Jojo-Effekt oder wie kommt der zustande? Bei einer normalen Diät, egal ob das jetzt die Brigitte-Diät ist für sie oder ist die Hälfte oder Low Carb, Low Fat oder was es halt alles gibt, es ist immer die Reduzierung der Kalorienaufnahme. Du hast ein bestimmtes Energielevel, das ist die Energie, die dein Körper braucht, um vernünftig zu funktionieren. Meistens ist es leider so, dass wir ein bisschen mehr Energie uns zufügen, wie wir verbrauchen. Vor allem halt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo wir dann halt auch noch mit solchen Videos beeinflusst worden sind, bleib auf der Couch sitzen, sei ein Held, beweg dich ja nicht. Fand ich ein völlig falsches Signal, aber naja, es ist halt so über den Fernseher gelaufen. Ihr müsst in jeder Diät die Kalorien reduzieren, das geht nicht anders. Wenn ihr alles richtig macht in der Stoffwechselkur, funktioniert das auf einem ganz anderen Niveau wie bei jeder anderen Diät. Wenn ich normalerweise nur die Kalorien reduziere, dann möchte mein Körper immer einen gewissen Ausgleich schaffen. Ich brauche eine gewisse Menge Kalorien, ich gebe dem Körper diese Menge Kalorien. Wenn ich jetzt die Menge reduziere, dann werde ich nicht automatisch abnehmen, sondern der Körper wird einfach gucken, was kann ich machen, um mein Energielevel wieder der zugefügten Energie anzupassen. Das Erste, was in der Regel passiert, ist,
dass der Körper erstmal ein bisschen Wasser verliert. Das ist so das erste Erfolgserlebnis. Das hat auch noch keinen Einfluss auf Körperfett oder auf Jojo-Effekt. Aber in der nächsten Stufe wird der Körper hingehen und wird einfach Energieverbraucher reduzieren. Und der größte Verbraucher bei euch im Körper ist die Muskulatur. Deswegen ist die Bewegung so wichtig. Deswegen ist das auf dem Sofa sitzen absolut der falsche Weg. Der Körper wird also versuchen, so viel Muskeln zu reduzieren, dass das Energieniveau sich wieder ausgleicht. Dann kann ich natürlich weitermachen und kann die Kalorienmenge nochmal weiter runternehmen. Dann wird der Körper irgendwo sagen, naja, ich kann ja nicht alle Muskulatur loswerden, ich muss mich ja noch bewegen können, ich muss ja noch irgendwie aktiv sein. Aber er hat dann eine zweite Möglichkeit, er kann einfach die Geschwindigkeit des eigenen Stoffwechsels noch weiter runterfahren. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ich vergleiche das immer mit dem Haushalt, wenn ihr halt sagt, meine Energiekosten zu Hause sind zu hoch, dann gehe ich halt erstmal hin und schalte alle Verbraucher ab, die ich nicht brauche. Dann habe ich halt nicht in jedem Zimmer das Licht an. Ich kann aber nicht alle Lichter ausmachen, sonst sitze ich im Dunkeln, also schraube ich vielleicht dann halt in die verbleibenden Lampen die Energiesparlampen. Das ist der Stoffwechsel, den ich halt weiter runterhole. Und so komme ich auf mein Energieniveau und nehme nicht weiter ab. Wenn ich jetzt nach 3-4 Wochen mein Zielgewicht erreicht habe und esse jetzt wieder das Energielevel, was vorher gepasst hat, dann habe ich jetzt auf einmal hier ein Gap, weil mein Körper ist jetzt darauf eingestellt, nicht mehr so viel Energie zu verbrauchen. Die Muskulatur ist weniger, der Stoffwechsel ist weiter unten und jetzt esse ich wieder so, wie ich normal gegessen habe. Entsprechend schnellt das Gewicht wieder nach oben, dann bin ich bei dem klassischen Jojo-Effekt. Und jetzt kommt das Fatale. Diejenigen von euch, die ins Studio gehen und trainieren, die wissen das, der Körper passt sich gerne an. Je öfter ich die Hanteln bewege, je öfter ich mit Muskelkraft das Gewicht bewege, umso stärker wird mein Muskel, der passt sich an, um der neuen Leistung halt entgegenzukommen. Das Gleiche kann der Körper, wenn ich immer von einer Diät in die nächste wechsle. Der trainiert praktisch das schnelle Reduzieren der Muskelmasse, das schnelle Runterfahren von dem Stoffwechsel. Und ganz am Ende bin ich vielleicht sogar an meine Fettspeicher gegangen, die halt das eigentliche Ziel waren. Und der Körper hat sich das gemerkt und hat gesagt, okay, für die nächste Diät bin ich besser vorbereitet. Ich packe ein bisschen mehr in die Fettspeicher rein. Und selbst wenn ich dann nach der Diät mit dem Jojo-Effekt nur wieder das zunehme, was ich vorher abgenommen habe, passen mir trotzdem meine Hosen von vorher nicht mehr. Ich habe das gleiche Gewicht. Aber ich habe einen deutlich höheren Fettgehalt und deutlich weniger Muskulatur. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich bei dem gleichen Gewicht von einer Diät zur nächsten dicker werden kann, ohne dass ich schwerer werde. Diesen Mechanismus, den gilt es zu unterbrechen. Und da habt ihr halt mit der Stoffwechselkur einen Universalschlüssel. Der funktioniert bei jung und alt, bei klein, groß, dick, dünn, mit oder ohne Vorerkrankungen. Das funktioniert auf einem ganz gesunden und auf einem ganz natürlichen Weg. Da haben wir auch Glück. Wir haben mit unserem Ordnungsamt in Sinn die Erlaubnis ausgehandelt, dass wir euch wiegen dürfen. Also wir dürfen einzelne Kunden nach Termin ins Studio lassen zum Wiegen, zum Beraten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir euch in der engmaschigen Betreuung haben, dass wir nämlich gucken, was zeigt die Waage an. Ne? Dass wir einfach da eingreifen können und schauen, ob ihr alles richtig macht. Wobei unsere Waage halt das, was sie anzeigt, ist nicht nur das Gewicht, sondern es ist halt auch eben der Körperfettgehalt, ja. Wasserhaushalt, Muskelhaushalt, so dass wir halt genau kontrollieren können, nehmt ihr denn das ab, was ihr abnehmen wollt. Genau. Dazu hätte ich jetzt auf meinem PC eine sehr schöne Präsentation. Ich gucke jetzt mal hier gerade in der Mappe. Hier ist es leider nicht drin. Es geht immer darum, das Körperfett zu reduzieren. Ich möchte nicht die Muskelmasse reduzieren. Ich möchte halt nicht die Magermasse reduzieren. Ich möchte das Körperfett reduzieren. Und vor allem möchte ich ganz gerne das sogenannte Depotfett reduzieren. Weil der Körper unterscheidet nochmal in Strukturfett und Depotfett. In der Regel, bei einer normalen Diät, geht der Körper immer zuerst an das Strukturfett. Ihr erkennt das, wenn die Männer abnehmen in der Diät,
die fallen im Gesicht so ein, sehen so ungesund aus. Im Gesicht habe ich das Strukturfett. Bei den Frauen ist es meistens an der Oberweite, wo es zuerst weggeht. Das ist ebenfalls Strukturfett. Dann beschweren sich viele immer, wenn sie Diät machen, dass sie so furchtbar frieren. Isolation im Unterhautfettgewebe ist Strukturfett, hat die Funktion, mich gegen Wärme oder Kälte zu schützen. Wenn dieses Fett weggeht, friere ich schneller. Es geht um das Depotfett an den Oberschenkeln, am Bauch, an der Hüfte, am Po. Das sind die Fettdepots, an die es aber immer erst zum Schluss dran geht, weil dieses Depotfett ist von unserer Erbanlage dafür gemacht, dass es uns vor dem Verhungern schützt. Das heißt, eigentlich gehen wir immer erst an diese Fettreserven dran, wenn der Körper Angst hat, dass er verhungert. Und naja, sagen wir mal ganz ehrlich, das passiert uns heutzutage eigentlich nicht mehr, weil wir kommen jederzeit und überall an Lebensmittel dran. Bei der Stoffwechselkur hat ein englischer Arzt schon 1700 noch was, ich weiß es nicht so genau, in Indien in den Kolonien halt herausgefunden, dass die indischen Frauen auf dem Feld schwer körperlich arbeiten, obwohl sie wenig zu essen haben und trotzdem gesunde und normal große Babys bekommen. Und da hat er halt herausgefunden, dass bei Frauen das Schwangerschaftshormon, das HCG-Hormon, dazu beiträgt, dass wenn eine Frau in der Schwangerschaft unterernährt ist, dieses Hormon die eigenen Fettdepots aufspaltet, um mit diesen Fettdepots das neu entstehende Leben zu versorgen. Weil das Einzige, was deinem Körper wichtiger ist, wie das eigene Überleben, ist der Erhalt der Art. Und aus dieser Beobachtung wurde dann am Anfang halt tatsächlich diese Promi-Diät, wo man sich die Hormone hat spritzen lassen und dann auf Diät gesetzt worden ist, was heute auch noch in der Schweiz in den Cutie-Kliniken tatsächlich gemacht werden darf. Bei der Stoffwechselkur haben wir das Ganze halt komplett ohne Hormone, ohne dass jemand schwanger wird, auch die Männer nicht, sondern wir machen das Ganze über einen Aktivator, ein sogenanntes Globuli. Das kommt aus der Homöopathie, das heißt, da sind keine Medikamente oder Wirkstoffe drin, sondern in einem Globuli, da sind nur die Informationen des des Stoffes halt enthalten, aber keine Hormone oder ähnliches. Das ist der eine Teil, der ganz, ganz wichtig ist, damit der Körper direkt zu Beginn an die Fettdepots geht. Der zweite wichtige Punkt ist die Diät. Ich muss auch bei der Stoffwechselkur eine Diät machen, weil das Hormon arbeitet nur in Zusammenhang mit der Kalorienreduzierung. Und damit es möglichst intensiv an die Fettdepots geht, reduzieren wir die Fette und die Kohlenhydrate. Das heißt, ich mache eine Low-Carb, Low-Fett-Diät, viel Eiweiß, viel Gemüse, viel Salat, dass ich halt wirklich dem Körper gleich noch zu der verbesserten Fettverbrennung dazu zwinge, in die sogenannte Ketose zu gehen. Das heißt, dass er aus den Fetten, die er jetzt verstoffwechselt, die notwendigen Kohlenhydrate herstellt, die der Körper halt braucht, um zu funktionieren. Das kann der, das dauert 2, 3, 4 Tage, bis der Körper sich umgestellt hat. Und das ist auch immer so in der ersten Woche so ein bisschen die kritische Phase, wo ich drüber kommen muss. Der dritte, ganz, ganz, ganz wichtige Punkt in der Stoffwechselkur, das ist die Versorgung des Körpers mit den Vitaminen, Mineralien und mit den Spurenelementen. Weil in der Regel ist eigentlich jetzt schon jeder von uns unterversorgt an Vitaminen, Mineralstoffen und an allem, was er halt noch so an wichtigen Nährstoffen braucht. Es heißt zwar immer, man kann das über die normale Ernährung aufnehmen und vielleicht schafft es auch der ein oder andere, aber ich glaube, das ist einer unter 100, wenn überhaupt. Und wenn ich jetzt in eine Diät gehe, dann schafft es natürlich keiner mehr. Das heißt also, in der Diätphase ist die Supplementierung mit hochwertigen Nährstoffen ein unbedingtes Muss. Das ist auch eine Sache, die wir für die Betreuung voraussetzen. Das heißt also, wir betreuen auch halt nur die
diejenigen unter euch, die halt die Originalstoffwechselkur machen. Ich halte das mal hoch. Da gehören halt diese Sachen wie der Daily Bio Basic dazu, die MSM, die sogenannten Proanthenols, die Antioxidantien und die Omega-3-Fettsäuren. Wir haben da auch Literatur, die wir empfehlen, zum Beispiel von dem Andreas Jopp, der hat das Buch geschrieben über die Stoffwechselkur. Der hat auch das tolle Buch geschrieben über Risikofalle Vitaminmangel. Wer sich da einfach ein bisschen reinlesen kann, ich werde diese Bücher einfach mal verlinken, unten dann in dem Film in den Kommentaren. Kann man auch als E-Book sich holen, kann man auch im Studio mal reinblättern. Das ist einfach das, wo wir gleich gesagt haben, wir empfehlen heute gleich mal ein paar Bücher, weil die kosten Appel und ein Ei und da kann man immer wieder reingucken. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so in die Erklärung von den Supplementen reingehen, welche Funktion die haben, warum wir was verwenden. Wir nehmen die von einer amerikanischen Firma, Life Plus heißt diese Firma, weil wir die schon seit Jahren nehmen, weil wir die Qualität kennen und weil wir halt mit der Firma bis jetzt nur die allerbesten Erfahrungen gemacht haben. Da komme ich aber gleich am Schluss nochmal dazu, weil die sind natürlich jetzt nicht ganz so günstig. Für die Stoffwechselkur aber halt wichtig, Diät, Globuli, Vitalstoffe. Das ist insgesamt ca. 250 Euro Investment, was ich da halt reinbringe in die Kur. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kleckerbetrag. Der größte Teil fällt da tatsächlich auf die Vitalstoffe, die kosten fast 200 Euro. Das Schöne dabei ist allerdings, dass die Firma Life Plus in ihre Produkte so ein großes Vertrauen hat, dass sie sagen, wir haben da eine uneingeschränkte 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt also, wenn das bei einem nicht funktionieren sollte oder einer das einfach nicht hinbekommt, dann kann er die Produkte, auch wenn er sie angebrochen hat, einfach zurückschicken, kriegt auf jeden Fall sein Geld wieder. Was er nicht ersetzt bekommt, das sind diese Globulis. Die bestellt man einfach in der Apotheke. Man kann das hier vor Ort machen. Ich empfehle immer eine Online-Apotheke, die ich verlinke. Die kosten um die 15 bis 20 Euro. Das ist natürlich halt etwas, was ihr dann direkt aus der Apotheke gekauft habt und die Apotheke wird sowas nicht zurücknehmen. Und das Dritte, was ihr halt noch braucht, das ist halt ein gutes Eiweißpulver, möglichst halt ohne Aspartam, möglichst mit einem hohen Eiweißgehalt, mit einer Kombination aus verschiedenen Eiweißsorten, die halt eine hohe Wertigkeit haben. Da bieten wir euch natürlich an, das bei uns im Studio zu kaufen. Kann aber auch irgendwo anders gekauft werden. Das sind so die drei Sachen, die man halt einkaufen muss. Das sind diese 250 Euro Invest, die ich halt bringe. Das Eiweiß und die Globulis, die könnt ihr nicht zurückgeben. Bei den Vitalstoffen habt ihr die hundertprozentige Sicherheit. Wenn es funktioniert, dann werdet ihr begeistert sein, dann werdet ihr es gerne ausgeben. Wenn es halt nicht funktioniert, habt ihr da auch kein Risiko. Der ganze Ablauf der Kur, der wird für alle Teilnehmer nochmal detailliert in dem Ablaufplan erklärt. Alle Teilnehmer der Kur bekommen auch von mir nochmal eine E-Mail, wo meine persönlichen Erfahrungen und meine persönlichen Tipps drin sind. Das würde jetzt hier schon ein bisschen zu weit führen. Ihr müsst nur im Grunde die Basics schon mal wissen. Die Basics sind diese vier bunten Puzzleteile. Es fängt an mit der Phase 1. Das ist die sogenannte Ladephase. Zwei Tage, an denen ich schon die Vitalstoffe und die Globulis nehme, mich aber ansonsten ernähre, wie ich möchte. Da darf also auch nochmal ordentlich geschlemmt werden und alles, da gibt es keine Vorgaben. Das soll für alle auch nochmal so ein kleiner Break sein aus vielleicht jetzt schon einer anerzogenen Ernährung. Gönnt euch dadurch ordentlich etwas. Phase 2, das ist dann die Diätphase. Die muss mindestens 3 Wochen durchgezogen werden. Ich brauche diese 3 Wochen nicht als Ziel fürs Abnehmen. Natürlich nehme ich in dieser Diätphase auch ab, aber in dieser Phase entgifte und entschlacke ich den ganzen Körper. Ich entsäuere das ganze System. Das heißt, das ist jetzt halt auch der Bereich, wo ihr ordentlich etwas für eure Gesundheit machen könnt, ordentlich etwas für euer Immunsystem machen könnt. Ganz wichtig zu wissen, Fett verbrennt der Körper am besten, wenn er basisch ist. Die meisten von euch, ich würde fast sagen, alle von euch sind übersäuert. Deswegen funktioniert das auch bei den meisten mit der Fettverbrennung halt so schlecht. Diese 3 Wochen,
die muss ich mich durchbeißen, da muss ich mal auf die Kohlenhydrate und auf das Fett verzichten, muss halt die Kalorienreduzierung in Kauf nehmen. Ich werde keinen Hunger haben, weil ich durch die Fette, die ich verstoffwechsle, 2500 Kalorien pro Tag ungefähr an Energie zur Verfügung habe. Das heißt, ich bin auch leistungsfähig in der Diät, obwohl es eine Diät ist. Ich bin voll konzentriert, ich bin bei der Sache, ich kann sogar Sport machen. Also es funktioniert alles. Ja, ihr habt mich ja beobachtet, ne? Im Januar, als wir dabei waren, ich hatte keine Einbußen in der Energie. Diese Diätphase kann ich so lange machen, wie ich möchte. Das hat auch gesundheitlich überhaupt keine Auswirkungen oder irgendwelche Einschränkungen. Das heißt, ich kann diese Diätphase so lange ausdehnen, bis ich mit meiner Figur oder mit meinem gewünschten Zielgewicht zufrieden bin. Ob das 3 Wochen sind, 4 Wochen sind, 5 Wochen sind, ob das 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate sind, das ist komplett egal. Es gibt bei Amazon ein sehr schönes Buch von dem Andreas Jünemann, der beschreibt in seinem Buch die Adipositas-Kur. Das ist 1:1 unsere Stoffwechselkur. 1:1 mit den Produkten, die ich euch heute auch erklärt habe. Und er hat in diesem Buch einfach seine Diät begleitet und hat gezeigt, wie er von 190 Kilo Ausgangsgewicht innerhalb von 316 Tagen auf 90 Kilo Zielgewicht kommt. Also sein Ziel war, ich nehme 100 Kilo ab. Dafür hat er halt etwas mehr als 300 Tage gebraucht. Also gute 10 Monate, ja. 10 Monate ungefähr, die er halt diese Diätphase durchgezogen hat. Ohne Magenband, ohne sonstiges. Das Schöne dabei ist, die Vitalstoffe, die nicht jetzt nur euren Körper entgiften und entschlacken, die sorgen auch dafür, dass eure Zellen alle Nährstoffe bekommen, die sie brauchen, um sich selber zu reparieren. Das heißt, ich brauche auch keine Angst haben, wenn ich mehr Gewicht abnehme, dass ich nachher Falten habe oder halt die Haut sich irgendwo drüber stülpt. Mhm. Es sind Vitamine dabei, die die Zellen reparieren, die dafür sorgen, dass die Haut sich strafft. Ich habe jetzt leider die Bilder halt alle auf dem PC nur, deswegen wäre das in dem Zoom-Meeting sehr schön gewesen. Wir können das ja einfach nur mal unten das eine oder andere verlinken. Das ein oder andere Bild verlinken. Es sind wirklich Bilder, wenn ich euch die zeige, ihr werdet wahrscheinlich nicht glauben, dass es so ist. Deswegen sind es alles nur Leute, die ich persönlich kenne. Das heißt, dann könnte ich sogar sagen, hey, könnt ihr selber mal fragen. Also das sind wirklich Ergebnisse auf der gesundheitlichen Ebene, auf der Abnehmebene und wirklich halt auch auf der Veränderung des Hautbildes. Im Gegensatz zu der normalen Diät, wo ihr immer das Problem habt, dass die Leute sagen, oh, du siehst aber schlecht aus, was hast denn du gemacht, bist du krank? Habt ihr bei der Stoffwechselkur das Gefühl, dass es euch besser geht, dass ihr euch besser fühlt und die Leute werden es sehen. Ihr werdet besser, jünger, glatter von der Haut aussehen wie vor der Kur. Das heißt, es ist, man kann es vielleicht so sagen, teilweise sogar ein bisschen eine Verjüngungskur. Wir haben ja schon die erste Gruppe durch und wir hatten auch wieder das Thema Oberschenkel, wir hatten das Thema Brust und Oberarme und der ein oder andere Teilnehmer war wirklich begeistert, auch Leute mit Lipödem. Ich habe ja heute Morgen nochmal das Bild geteilt mit diesen Oberschenkeln, wo ich dachte, oh, jetzt kriege ich gleich vielleicht so einen Shitstorm oder so, wie kann die denn so ein Bild posten? Es ist definitiv so, also deine Oberschenkel verändern sich. Wenn du Depotfette löst, wenn du die los wirst, dann sieht dein Oberschenkel besser aus. Es ist einfach so. Und ich wurde immer so ein bisschen dafür, angefeindet ist jetzt übertrieben, aber es war immer wieder dieses Thema, nein, Zellulite kriegst du nicht weg und das siehst du. Das stimmt nicht. Also definitiv habe ich mit Frauen jetzt im Januar zu tun gehabt, wo wir auch ganz gezielt nochmal über die Beine gesprochen haben. Und ich kann das auch einfach von mir sagen. Meine Oberschenkel sind auch mein Barometer, wie sauer ich bin. Bin ich sehr sauer, weil ich trinke halt total gerne Kaffee, dann sieht man das auch. Und das wollte ich mir nochmal kurz einwerfen.
Man muss natürlich jetzt beachten, im Stella hat das Lipödem jetzt eben ins Spiel gebracht. Wenn ich solche Stoffwechselstörungen habe, dann funktioniert das Abnehmen und die Veränderung im Hautbild natürlich langsamer wie bei jemandem, der da keine Vorerkrankung hat. Auch bei Schilddrüsenerkrankungen, also Leute mit L-Thyroxin, das funktioniert alles. Ihr könnt auch einfach mal mit eurem Arzt Rücksprache halten, aber manchmal ist es ein bisschen langsamer. Ja, also das ist aber normal, weil der Körper ja dann halt gar nicht so funktioniert, wie er normalerweise funktionieren würde. Bei einem gesunden Menschen kann halt einfach durch die hohe Vitalstoffdichte der Körper direkt gibt den positiven Nutzen daraus ziehen. Wenn irgendwo der Stoffwechsel gestört ist, eine Vorerkrankung ist, dann dauert es halt einfach ein kleines bisschen länger. Nach der Diätphase kommt dann die Phase 3, das ist die Stabilisierungsphase. Die Stabilisierungsphase dient dann dazu, dass dein Körper das neue Gewicht für sich abspeichert. Jeder von euch hat dazu im Kleinhirn den Hypothalamus und der Hypothalamus, der regelt das gesamte vegetative Nervensystem. Deine Verdauung, dein Schlaf, dein Ruhepuls, der regelt alles, was an Stoffwechselvorgängen im Körper gegeben ist. Der regelt auch deinen Stoffwechsel. Wenn der funktioniert, dann ist es so, dass ich nehme zu viel Kalorien auf, mein Hypothalamus den Stoffwechsel nach oben regelt, damit er das ausgleicht. Ich esse zu wenig, der regelt den Stoffwechsel nach unten, damit er das ausgleicht. Diese Funktion wird halt durch die Umwelt, durch die Ernährung, durch Geschmacksverstärker und durch alles Mögliche, Alkohol, Tabletten und so weiter, mit der Zeit etwas gestört. Dann funktioniert der nicht mehr so richtig. In der Stoffwechselkur wird das System komplett gereinigt, das heißt auch der Hypothalamus wird wieder resettet. Und in der Stabi-Phase geht es jetzt darum, dass dieser Reset gefestigt wird. Das heißt, ihr habt dann ein Gewicht erreicht und jetzt speichert ihr dieses Gewicht für euch ab. Und dann wird der Hypothalamus dafür sorgen, dass ihr dieses Gewicht immer wieder schneller erreicht. Das bedeutet auch, wenn ich dann mal, wenn es dann wieder soweit ist, eine Woche in Urlaub fahre oder zwei, mache so einen all-inklusive Urlaub mit so einem Fressbändchen am Handgelenk, sage ich immer dazu, lass es mir gut gehen, dann werde ich im Urlaub nicht die 5-6 Kilo zunehmen wie normal, sondern vielleicht nur 2-3 Kilo zunehmen. Wenn ich dann nach Hause komme, dauert das 1-2 Wochen und dann sind die 2-3 Kilo auch wieder weg, weil nämlich mein Hypothalamus den Stoffwechsel entsprechend anpasst. Ihr werdet das kennen, jeder von euch hat das eigentlich, dass er mal 1-2 Kilo abnimmt und sich wundert, wie das passiert ist und die findet er aber auch wieder. Oder dass er 1-2 Kilo zunimmt und er muss gar nicht viel machen und er verliert die auch wieder. Das ist einfach dieser Setpoint, dieses abgespeicherte Gewicht. Und in der Stabi-Phase müssen wir jetzt das neue Gewicht abspeichern. Das dauert ungefähr 3 Wochen. Das ist einfach die Zeit, die der Körper immer wieder braucht. Und danach gehe ich dann in die letzte Phase, das ist die Erhaltungsphase. Und da müssen wir uns dann natürlich auch nochmal ein bisschen unterhalten. Wir begleiten ja alle Teilnehmer in der Diätphase ganz streng, mindestens einmal in der Woche. In der Stabi-Phase reicht es zu Beginn und am Ende. Und am Ende von der Stabi-Phase müssen wir uns dann halt immer mit jedem persönlich mal ein paar Gedanken machen. Was hat denn dazu geführt, dass du so ausgesehen hast, wie du vor der Kur ausgesehen hast? Keine Kalorie kommt durch einen Unfall in deinen Körper. So wie du aussiehst, ist immer das Resultat von deiner Ernährung oder von deinen Gewohnheiten. Und ich habe bei der Stoffwechselkur zwar den Vorteil, dass ich keine Muskulatur verliere und kein Strukturfett, sondern nur wirklich gezielt das Depotfett. Das heißt also, nach der Diät ist mein Stoffwechsel wahrscheinlich besser wie vorher. Meine Muskelmasse ist noch genauso aktiv wie vorher. Dementsprechend fällt es mir viel leichter, das Gewicht zu halten. Aber irgendwas muss ich ja vorher falsch gemacht haben, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Und dann muss man halt einfach bei jedem speziell dann halt gucken, welche Kompromisse muss ich langfristig eingehen, um das Gewicht zu halten.
Sonst werde ich nicht nach 3 oder 4 Wochen wieder so aussehen wie vor der Kur. Und wahrscheinlich auch nicht nach 3 oder 4 Monaten. Aber nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr spätestens werde ich natürlich wieder so aussehen wie vor der Kur, wenn ich nachher alles so mache wie vorher. Alles andere wäre völlig unlogisch. Sind diese kleinen Stellschrauben, die man finden muss. Manchmal ist es einfach nur, dass zu wenig getrunken wird, dass einfach zu wenig Flüssigkeit im Körper kommt, dass die Stellschraube Bewegung, wobei wir hatten ja fast nur Studiomitglieder, die ja vorher auch gut trainiert haben, Stellschraube Bewegung kann Thema sein, oder dass du eigentlich nur Ausdauer trainiert hast, du solltest vielleicht ein bisschen Kraft trainieren. Das sind so die Sachen, die wir versuchen rauszukitzeln. Das ist dann halt das, was am Schluss ein bisschen individuell ist. Die anderen Sachen vorher in der Diät und in der Stabi-Phase, die sind relativ gleich. Mhm. Also da wird kaum ein Unterschied gemacht. Natürlich wird bei den Kalorien ein bisschen Unterschied gemacht. Jetzt, wenn ich sag ich mal, eine Frau habe mit 1,60 Meter und 75 Kilo, die abnehmen will, und ich habe einen Mann mit 1,95 und 170 Kilo, da sollte ich vielleicht einen Unterschied machen in der Kalorienaufnahme. Wobei es nicht ganz so großartige Unterschiede sind. Aber danach, da hat halt jeder so sein eigenes Ding, wo er halt drauf schauen muss. Bei mir sind es die Süßigkeiten. Ich muss immer eine Regelung finden für meinen Süßigkeitenkonsum. Bei dem anderen ist es vielleicht am Abend der Wein, beim nächsten ist es vielleicht der Kaffee, der den Körper wieder übersäuern lässt. Ja. Es ist immer eine Option, die man dann halt gehen kann. Und es ist auch eine Sache, wenn ich den Körper entgiftet und entsäuert habe, wenn ich den Körper so resettet habe wie nach der Stoffwechselkur, dann ist es auch ein anderer Vorgang, weil ich habe ja jetzt am Anfang sehr, 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 sehr stark reduziert und bin dann in der Stabi-Phase schon wieder einen Schritt in die Normalität gegangen und gehe in der Erhaltungsphase den nächsten Schritt. Das heißt, ich gebe mir ja wieder was zurück. Und dann ist es auch viel leichter, neue Gewohnheiten anzunehmen, weil ich habe mich jetzt ja schon eine ganze Zeit lang diszipliniert und jetzt darf ich mir ja wieder mehr gönnen. Es ist also nicht das Verzicht, 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 sondern ich darf wieder was, ich darf wieder ein bisschen mehr, ich darf wieder ein bisschen mehr. Von daher ist es auch wesentlich leichter, nach der Stoffwechselkur gewisse Sachen umzustellen. Vielleicht findest du ja sogar raus, dass du Gemüse und Salat total klasse findest, aber einfach nicht die Muße hattest, dir mal Gedanken zu machen, wie bereite ich den zu, dass er mir schmeckt. Es gibt ja verschiedene Sachen. Also wir haben eine geschlossene WhatsApp-Gruppe. Ihr gebt mir eure Nummern, ich füge euch in die Gruppe ein. In dieser Gruppe, diesmal, das war die beste und intensivste Gruppe, die wir hatten. Vielleicht war das einfach wegen dieser besonderen Zeit im Moment. Die war sehr aktiv. Viel gefragt, viel Information. Wir haben uns Rezepte geteilt, Fragen wurden beantwortet, auch Leuten, die die Kur schon 2017 gemacht haben oder wie auch immer. Das war wirklich eine tolle Gruppe, sehr positiv. Die haben sich gegenseitig unterstützt. Die kennen sich ja zum Teil überhaupt gar nicht. Die wissen zwar, die sind Mitglied oder auch nicht, aber das war toll. Und wir haben halt diese geschlossene Facebook-Gruppe, in die alle reinkommen. Ich versuche beides zu bespielen mit so viel Information wie möglich. Und dann haben wir halt gesagt, wir machen heute nochmal ganz gezielt, dass wir euch die Bücher verlinken, lest nicht zu viel und, das hat Tom ja schon mal gesagt, wir sprechen für unsere Produkte von Life Plus. Es gibt natürlich ganz viel mit anderen Preisen, aber wir stehen hinter unseren Produkten, weil wir wissen, dass sie funktionieren und was da drin ist. Wir haben halt die Firma schon seit Jahren kennengelernt. Tom war sogar schon mal da in den Werken in England, wo produziert wird. Also das ist so, da sage ich nochmal, wir stehen hinter dieser Original-Stoffwechselkur und nicht hinter diesen, wie nennt man das, es gibt ja immer so. Es gibt, also ich sage das immer ein bisschen anders, es gibt mit Sicherheit andere Hersteller, die die Produkte in der gleichen Qualität herstellen können. Dann werden sie auch das gleiche kosten. Es wird keinen Hersteller geben, der die Produkte in der Qualität zu einem günstigeren Preis anbietet, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und vor allem, und das ist nicht das eigentlich Entscheidende, es wird keinen geben, der sie mit einer besseren Qualität, egal zu welchem Preis, herstellen kann. Bei Life Plus ist immer die Spitze der Qualität. Es ist immer das Bestmögliche, was ich aus den Produkten rausholen kann. Und das ist garantiert. Ich will nicht sagen, dass es die einzige Firma ist, die das kann. Da gibt es mit Sicherheit noch andere. Aber es wird keine Firma geben, die es besser kann und es wird keine Firma geben, die es halt in der Qualität zu dem Preis machen kann.
Und außerdem, was habe ich zu verlieren? Ich zahle die 15, 20 Euro für die Globulis. Ja, die habe ich dann halt. Ich zahle 15, 20 Euro für das Eiweiß. Das werde ich schon irgendwie aufgegessen bekommen. Und ich habe knapp 200 Euro für die Vitalstoffe. Aber die zahle ich. Und wenn ich nicht zufrieden bin, habe ich die Sicherheit, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme. Und das habe ich bei einem günstigen Produkt dann nicht. Das schmeiße ich dann halt weg. Und wenn es halt funktioniert hat, und ich sage mal, realistisch kann man sagen, in 3 bis 4 Wochen Diätphase verlieren die Frauen ungefähr 6 bis 8% vom Körpergewicht, Männer können 8 bis 12% vom Körpergewicht verlieren. Dann habe ich aber auch ein Ergebnis, das jeden Cent davon wert ist. Also von daher, das muss man immer ein bisschen in Relation stellen. Wir machen es so, dass wir die Buchempfehlungen verlinken. Wir gucken mal, ein paar Bilder können wir vielleicht auch verlinken, da wo ich halt die, sag ich mal, Genehmigung habe, dass ich das offiziell zeige, weil die meisten Leute sind ja, wie gesagt, Leute, die ich persönlich kenne aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis. Da habe ich die Erlaubnis, dass ich hier in so einer Präsentation unter ein paar Leuten das halt zeigen kann. Aber nicht, wo ich es dann halt ins Internet hochlade, ist klar. Ihr wolltet ja wahrscheinlich auch nicht, dass ich nachher eure Vorher-Nachher-Bilder im Internet halt jedem zeige. Deswegen ist das mit den Bildern so ein bisschen kritisch. Vielleicht geht das eher, wenn ihr Stella dann halt eine Nachricht schreibt und lasst euch in die WhatsApp-Gruppe aufnehmen, dann könnten wir da vielleicht mal das ein oder andere Bild halt präsentieren. Die Stoffwechselkur, die bestellt ich gerne für dich bei Life Plus. Dafür brauche ich ein Einverständnis von dir, dass ich deine Kontodaten angeben kann. Und jeder bekommt sie vom Konto abgebucht. Das hat mit uns in dem Studio gar nichts zu tun, wegen dem Rückgaberecht, damit es dann auch wieder auf dein Konto gibt. Das Einzige, was ich gerne dir anbiete, ist, dass ich anrufe und das für dich bestelle, dass ich dir anbiete, ich verkaufe dir ein Eiweiß. Und wir haben das immer so gemacht, wenn dann dein Päckchen da ist, rufst du an, machst einen Termin, wir erklären dir nochmal. In dem Päckchen ist zum Beispiel auch noch so ein hübscher Shaker drin, da sind dann deine Vitalstoffe drin. Und dann haben wir das manchmal so gemacht, dass wir auf die Dosen einfach draufgeschrieben haben, wie wird das genommen. Du kriegst von Tom den Ablaufplan, da kannst du dir alles runterladen, ausdrucken, da steht dann drin von die Ladetage, da kannst du dein Gewicht eintragen. Ich habe immer noch meinen Sport notiert, was ich gemacht habe. Was du machen kannst, das hätte ich nämlich hier auf den Rechner vorbereitet. Du kannst auch unter das Facebook-Video, ja, könntest du halt also wir haben keine Gruppe mit einem komplett festen Startdatum. Ich habe damals, glaube ich, am Anfang Januar angefangen. Du hast 7 Tage später angefangen. Es hat halt Spaß gemacht. Ich habe mit ein paar Leuten zusammen gestartet, dann so komm, durchhalten und der zweite Tag so ganz bisschen Kopfschmerzen, was für einen Tee empfiehlst du denn? Das war einfach total schön, aber es ist jetzt kein Gruppenzwang. Ne? Mhm. Wir haben auch mehrere Leute gehabt, die verlängert haben, die einfach mit dir auch länger gemacht haben. Es ist leichter, wenn man halt Unterstützung hat, das ist ganz klar. Aber wie Stella es gesagt hat, wir können das für dich bestellen. Du kannst es aber auch, und das war das, was ich selber sagen wollte, einfach über unsere Internetseite. Wir haben eine Internetseite von der Stoffwechselkur, wo man sich auch den Ablaufplan und Rezeptideen runterladen kann, wo man die Kur aber auch dann selber bestellen kann. Da gibt man dann selber seine Kontaktdaten ein, seine Bankverbindung ein. Da kann man das auch alles so halt machen. Ich sehe das gerade. Da sind dann auch nochmal die Bücher. Es gibt nämlich die neue vegetarische Stoffwechselkur und die klassische. Hast du mich rausgebracht, danke. Da ist halt auch der Ablaufplan drin und dann kann ich das alles selber machen. Der eine mag es vielleicht lieber selber machen, der eine mag es halt lieber, dass Stella das für dich bestellt. Ich würde halt vorschlagen, wenn Fragen dazu sind, wendet euch per WhatsApp an Stella. Wenn ihr die Kur im Internet bestellt oder über Stella bestellt, dann meldet ihr euch bitte bei uns, wenn die Sachen bei euch sind. Und zwar alle, die Globulis und die Vitalstoffe. Dann machen wir den Termin bei uns im Studio aus. Den Ablaufplan könntet ihr zwar im Internet runterladen, aber ich habe ihn auch in einer schönen ausgedruckten Version.
Und dann machen wir so ein kurzes Briefing, was halt noch wichtig ist. Wenn dann noch Fragen sind, kann man die halt auch dann halt im persönlichen Gespräch klären, weil vielleicht hat der eine halt etwas, was er jetzt nicht in der Gruppe oder so etwas gerne posten möchte. Dann machen wir das halt so und dann legen wir immer einen festen Wiegetermin fest, dass man halt sagen kann, jede Woche um die gleiche Zeit, jede Woche dann halt unter den gleichen Voraussetzungen, damit es auch irgendwo ein bisschen valide ist. Mhm. Weil wenn ich dich einmal am Montagmorgen messe auf nüchternen Magen und beim nächsten Mal am Dienstagabend, nachdem du dir gerade halt alle Lebensmittel reingehauen hast oder so, dann wird das natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Deswegen ist das ein bisschen besser, wenn es ein fester Termin ist, damit man wenigstens in etwa immer die gleichen Abläufe vorher hatte. Und dann gehen wir von Woche zu Woche, schauen einfach, wie es läuft. Und alle Fragen, die dann halt aufkommen, die klären wir dann halt immer von Termin zu Termin. Wir haben uns auch mit der Gruppe im Zoom-Meeting verabredet, dass wir uns sehen und haben dann auch Fragen besprochen. Also wenn wir dann von der strengen Phase in die Stabi-Phase gehüpft sind, haben wir das im Zoom-Meeting besprochen. Am Freitag haben wir den nächsten Termin, da besprechen wir, wie können wir von der Stabi-Phase in die Erhaltungsphase gehen, was ist wichtig. Und man kann im Zoom-Meeting einfach noch ein bisschen detaillierter genau auf die Fragen drauf eingehen. Es macht auch dann einfach Spaß, wenn man den Gegenüber dann wirklich sieht und man auch einfach über den Bildschirm das, was Tom jetzt vorbereitet hatte, einfach ein bisschen besser teilen kann als jetzt hier über Facebook. Ja, so, eigentlich ist es total einfach. Jetzt musst du nur noch anfangen. Ja, wie gesagt, wir verlinken alle wichtigen Sachen und du kannst starten, wann du willst. Da gibt es jetzt keine Vorgabe. Bedenke halt nur, bis die Produkte bei dir sind, dauert in der Regel zwischen 2 und 5 Tage. Manchmal geht es sehr schnell, weil die Sachen kommen, die werden in den USA produziert, nicht in England, Schatz. In England wird es halt nur für den europäischen Markt dann halt versandt, weil die Vitalstoffe sehr, sehr hoch dosiert sind. In der EU absolut erlaubt, in Deutschland nur erlaubt zu kaufen für den eigenen Verbrauch. Deswegen bestellst du sie auch selber. Das heißt, sie kommen dann halt aus England zu dir und das dauert halt zwischen 2 und 5 Tage. Ja, dann ist aber eigentlich egal. Also dann kannst du halt loslegen. Genau. Ja, so einfach ist das. Gut. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne vielleicht unter das Video schreiben, würde gerne in Kontakt gehen. Ich verlinke euch nochmal unsere Studioadresse, die info@inform-sinn.de. Schreib uns eine E-Mail, schreib mir Messenger, WhatsApp. Also meine Handynummer gebe ich jetzt dann unten nicht bekannt. aber wenn du die haben möchtest, dann können wir das über eine private Nachricht gerne machen. Ja, aber sonst, wenn du uns eine E-Mail schickst, wir kontrollieren mehrmals täglich unsere E-Mails, dann würde ich dir antworten. Und es haben sich schon ein paar gemeldet, die mitmachen möchten. Ich freue mich total. Ja, dann sei dabei. Die Ergebnisse sprechen für sich. Also genau. Wenn wir dann halt vielleicht beim nächsten Mal auch einen Zoom haben, wo dann die bisherigen Teilnehmer gerne auch immer eingeladen sind, dann könnt ihr tatsächlich halt auch die bisherigen Teilnehmer interviewen und fragen, was waren ihre Erfolge, was waren die größten Veränderungen und solche Sachen. Ja. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass das Abnehmen eigentlich das Ziel war, aber ganz andere Sachen nachher viel bemerkenswerter waren, was man vielleicht vorher gar nicht bedacht hatte oder wo man vielleicht vorher gar nicht mitgerechnet hat. Ja, genau. Weil es halt auf der gesundheitlichen und auf der Abnehmebene sehr, sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, Zeit ist rum. Wir verlinken alles Wichtige unten drunter. Ihr wisst, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Und wenn ihr starten wollt, wir sind bereit. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es einfach unten in den Kommentar oder lasst es uns anderweitig zukommen. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Wir stellen dieses Video noch bei YouTube rein. Also wenn ihr Freunde, Bekannte habt oder wen auch immer, dann ladet die gerne ein. Oder ihr könnt das Video ja teilen. Bei YouTube geht ihr auf die 3 Punkte. Könnt das über WhatsApp dann auch weiter teilen. Das ist völlig okay, weil wir stellen es dann öffentlich. Du kannst vielleicht noch den kleinen Erklärclip dann halt mit einstellen. Ja, genau. Super. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend.
Genießt das schöne Wetter und vielleicht sehen wir uns ja bald dann nochmal im Studio mit dem Start in die Stoffwechselkur. So, ja, dann bis bald. Ciao.